Moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück im Race Room auf der Nordschleife. Und ja, ich habe es euch versprochen, wir fahren einen weiteren Rechtslenker. Das heißt, sehr wahrscheinlich gibt es etwas Japanisches oder Britisches. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt etwas Japanisches aus dem Hause Nissan, den Nismo GTR GT3, liebevoll auch Godzilla genannt. Letzten Endes die Weiterentwicklung oder sehr konsequente Weiterentwicklung des Skyline, wobei ich sagen muss, der Skyline der späten 90er, frühen 2000er Jahre ist für mich immer noch die kultigste Karre, die es gibt, und das nicht nur wegen The Fast and the Furious, nein, sie sah einfach verdammt gut aus. Und auch wenn der GTR ja sehr im Gedenken an dieses Fahrzeug gebaut wurde, der Skyline ist da eine Liga für sich, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren hier die GTR 3 Variante des Nissan. Und wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, auch in den anderen Ligen, in denen er vorkommt, fährt er sich dort in etwa gleich. Ihr habt dort also sozusagen freie Auswahl, was ihr dort fahren wollt, denn anders als der Bentley, den wir beim letzten Mal gesehen haben, ist dieses Fahrzeug durchaus in allen drei Kategorien oder vier Kategorien sogar, wo es ihn gibt, gut zu fahren. Der Vorteil bei der GT3-Variante, auch wenn ich jetzt hier die sehr klassische Nismo-Lackierung genommen habe, des Nissan-Werksteams, ist halt, dass ihr sehr viele unterschiedliche Livrees dort im Zweifelsfall zur Auswahl habt. Ich glaube, 9 Stück sind es an der Zahl. Ansonsten sind es zwischen 2 und 3. Also da muss man dann halt eben mal gucken, was ist einem am wichtigsten. Ja, der Godzilla. Ich habe nicht ganz ohne Grund dieses Auto ausgewählt, denn ich habe nicht nur sehr viele schöne Erinnerungen in Stunden von Top Gear und Grand Tour Videos, wo dieses Fahrzeug eben entsprechend vorkam, oder halt eben Fast and the Furious Szenen im Kopf. Nein, der Grund ist, dass irgendwann kam dieses Auto auch mal tatsächlich, man soll es kaum für möglich halten, nach Deutschland. Und das ist jetzt vorbei. Und ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa wird der GT künftig nicht mehr verkauft werden. In erster Linie deswegen, Godzilla ist zu laut. Und damit nicht mehr konform mit diversesten europäischen Lärmschutzvorschriften. Was soll ich dazu sagen? Reden wir mal ein bisschen auf, oder? Und das ist halt eben so eine Sache. Ich habe jetzt gerade am Wochenende zuvor ist einer an mir vorbeigefahren, und das war schon beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen. Er fuhr gerade an, und dann hatten wir auch nicht so einen Oberproletto am Steuer, der halt eben mal so... Nein, der hat halt eben wirklich sehr schön geschmeidig für die Ohren Gas gegeben, und es war wunderbar anzuhören, es war ein geiler Sound. Aber dieser ohnehin schon seltene Sound auf deutschen Straßen wird ab sofort nur noch seltener. Was schade ist, denn der Sechszylinder, und ich weiß, jeden Amerika-Fan wird das jetzt schütteln, denn der V6 bringt einfach neben einem guten Sound auch noch eine ganze Menge Leistung und damit eigentlich für den Sportfahrzeug interessierten Menschen ein im realen Leben durchaus einsetzbares Paket. Nur, ja, ist es halt zu laut. Aber so ist Godzilla nun mal. So, und ab Richtung Karussell hier jetzt. Komm schon, also wir sind hier richtig auch mal wieder lang geblockert. Also auch dieses Fahrzeug fährt sich wunderbar von den Eigenschaften. Ich kann es nur empfehlen.
wir hier jetzt in den technischen Teil kommen. Aber wenn wir jetzt halt eben den V6er fahren, müssen wir, glaube ich, als nächstes wieder eine V8-Maschine haben. Und ja, auch da habe ich schon wieder eine Idee. Aber er lenkt sich wirklich gut. Also die Aero-Eigenschaften. Oh, hier hat er jetzt ein bisschen gerutscht. Bin mal gespannt, ob er das in dem Replay-Video einigermaßen gut sehen kann. Das war schon nahe dran, dass ich da die Kontrolle verloren habe. Habe ich ihn aber zum Glück noch halten können. Aber ihr seht's, ne, wie oft ich hier die Curbs hochlaufe. Das ist halt eben echt das Problem, da ich nicht so wirklich abschätzen kann, wo da das Auto zu Ende ist. Letzte Kurve. Schauen, klettert immer noch fleißig. 260 haben wir geknackt. 270, 75. Also er ist schon 276, bleibt er jetzt stehen. Ja, jetzt wird es flacher. Kommen wir schon fast bis zu den 280 im Gefälle erst recht. Ah, 7,29, das ist so eine vernünftige Zeit, absolut. Also, wenn ihr nach einem günstigen Japaner auf der Suche seid, den ihr hier spazieren fahren wollt, dann I present you the Nissan GTR. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ich bin raus. Bis dann, ciao, auf Wiedersehen.